Euer Grumpy Beard zusammen mit meinem Bartbruder, dem Olli. Servus. Hier zocken wieder eine Runde Survival Evolved mit euch, also Ark Survival Evolved. The Ark. Und ja. Die letzte Folge war, die letzten paar Folgen haben wir ja hier zwei T-Rexe hingestellt. Oh ja. Und die brauchen jetzt natürlich noch Sättel. Deswegen wollen wir jetzt mal in nördliche Gefilde aufbrechen, Hast du beziehungsweise. dann auch einen Crossbow reingelegt? Ich habe einen Crossbow, ja, den muss man Ah, alles reparieren, das klar. ist der, der Ja, kaputt ist. also ja, meiner ist halb voll. Ja, wir müssen jetzt, genau, wie die Sättel, ihr seht ja hier schon die zwei Schätzeleins. Sexy Rexy und T-Rex Gildo. Der Name ist geil. Ja, Rexy Gildo, Alter, ey. Ob ich mich daran noch irgendwann gewöhnen werde, wir werden T-Rex sehen. T-Rex Gildo, Gildo. bitte. The Rex Gildo. Oh, das war jetzt falsch. Was war falsch? Das Feuer ausmachen, anstatt ins Inventar zu gehen. Das ist dumm, Oh. Alter. Er muss ja nicht gleich hier dumm Das ist nennen. richtig, richtig blöd, sowas. Richtig, total. Oh, wir haben 44 Narcotics noch im. Ja, in irgendeinem Schrank sind auch noch welche, glaube ich. Ja, da crafte ich hier gleich mal noch ein paar Pfeile. Ein paar Narko-Pfeile. Machen wir 63 Stück, oder? Nee, nicht ganz so viel. Kann man das abbrechen? Was? Ja, Clear Crafting Craften? Queue, ja. Wie? Clear Crafting Queue steht unten Wo steht irgendwo. es? Nö. Über dem Balken, wo es lädt. Dann kannst du es Ah, da. abbrechen. Okay. Naja, jetzt habe ich ein paar gemacht. Wie viel habe ich denn jetzt? Nee, ich brauche mehr. Ach so, ich hatte die ja alle dir gegeben. Ja. Die, Alle ich Trank. glaube, in einem Schrank unten sind auf jeden Fall noch Trank-Pfeile. Ach Und komm, ich crafte die jetzt durch. Ich crafte jetzt die Trank-Pfeile ich hab mir durch. auch wieder welche. Ich habe jetzt auch wieder 100. Ich mache jetzt hier auch nochmal 48 Stück. Ja, du levelst Und dabei, ja. wir müssen ja, genau, wir müssen dann halt ein Narkotik neu machen. Aber das brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Wir wollen ja eh. Wir haben ja unsere T-Rexes jetzt erstmal. So ist es, genau. Ja, da ist immer noch der Alpha-T-Rex ist immer noch am Rampagen vor unseren Toren. Den wollen wir natürlich aus dem Weg gehen. Die kann man übrigens auch nicht zähmen. Ich hatte ja nachgeschaut. Noch nicht. Da gibt es eine Petition, dass man die zähmbar macht, aber Gott. ganz ehrlich, das ist dann Wenn fürs du dann PvP, da glaube ich, ein einen bisschen zu hast, ey, wenn du unbalanced. da einen hast, dann Da davon. reißt du ja die Aber Base von ultra, allen ey. einfach nur in Stücke. Das ist. Das ist halt zu heftig dann schon wieder irgendwie. Ja, das Auf dem ist nicht PvP gut. vor allem, ey. So, jetzt habe ich, naja, Trank Arrows habe ich jetzt 63. Oh, und habe immer noch einige Narcotics, also, ja. Könnte man theoretisch. Machen wir das Teil. Tun wir rein. Den Affen haben wir jetzt hier noch gar nicht gesehen. Ich habe auch noch keinen gesehen hier auf dem Server, obwohl Da. Die kann man relativ gut zähmen die auch. treiben sich aber auch, glaube ich, eher am Strand, in der Nähe vom Strand rum, so wie ich Ich das habe gehört, eher verstanden in habe. der bergigen Gegend. Also Echt? wir sind ja hier am Strand. Es kommt, glaube ich, auch drauf an. Wir sind ja hier im. Wenn wir hier mal schauen. Wir sind hier im. Hä? Wir sind im Norden? Ja, Tatsache, wir sind im Norden. Das ist hier jetzt so die Gegend, wo glaube ich, auf dem Stream-Server Der der Red Hell, Red Hell genau. baut. Und wir sind im Let's Play, im Stream, also im Community-Projekt, sind wir hier unten. Wenn ihr das, was da aufgedeckt ist, noch im Süden, das, was ihr da seht, bei Lachs 75, also Lon 35, Lachs 75, also 35, 75. Dort ungefähr ist die Base bei uns im Community-Projekt und da laufen die Affen tatsächlich am Strand rum. Vielleicht ist es auch so, dass es so ein Nord-Süd-Gefälle ist. Dass es hier halt, Kann auch dass die sein, sich vielleicht von den Entwicklern her halt sich eher im Süden aufhalten. Kann ja Das durchaus die kann. Möglichkeit sein, ne? Das kann alles sein, ja. So. Was ich jetzt mal mache. Ich guck mal, dass ich jetzt hier. Also das Fleisch. Noch mehr Fleisch auf den Grill schmeiß. Dass wir so viel wie möglich hier nutzen. Hier kann noch was drauf.
Da müsste aber auch ein bisschen Holz wieder geholt werden. Also Holz kannst du mit dem... Also hier sind 16 Fleisch, ne? Die... Die kannst du dir schnappen. Ich habe leider keins mitgenommen, nicht Depp. Ich habe 30 Fleisch jetzt. Hier sind immer noch 16 fertige. Ah ja, ich hole mir die gleich, oder? Ja. Ich hole mal noch ein bisschen Holz. Das andere Feuer. Und dann mache ich mal mein Inventar leer, denn dann fliege ich mal los Richtung Schmelzhütte. Ach da so. Bin ich gerade schon, übrigens. Ach, da bist du. Ja. Ich wollte mir nämlich jetzt mal aufschreiben nochmal, was wir ganz genau für 2 Sättel brauchen. Genau. Damit wir das gezielt alles abbauen können und nicht auf gut Glück haben wir jetzt genug oder nicht. Weil das wäre, glaube ich, recht ärgerlich dafür, für eine Fuhre Metall dann irgendwie nochmal hoch zu müssen. Also hier laufen auch schon alle Öfen auf Hochtouren. Kann man da oben reparieren, falls uns die Sachen kaputt gehen? Die Hacke? Nee, eine Smithy ist nicht da. Es ist nur eine Forge da. So, dann mache ich hier das Feuer mal wieder an. Also ich habe jetzt schon mal 23 Metal Ignots geschmolzen gerade eben. Dürften auch gleich mehr werden. Ja, ich komme ja auch gleich hoch mithelfen. Genau, ein Ding ist noch frei. Ein Ofen. Die anderen laufen alle schon. Okay, jetzt schreibe ich erstmal kurz auf, was wir brauchen. Verdammt. Ich würde auch nicht zu viel machen, weil es ist ja... Naja gut, Metal... Wobei, Metal kann man nie zu viel haben. Ich glaube, da tun wir uns... Eher noch einen Gefallen. Genau, dann tun wir uns eher noch einen Gefallen, wenn wir das jetzt machen. Okay, Rex-Sattel. So, wir brauchen... Ich glaube 500 insgesamt für 2, oder? 87 für einen. Ach so, ich dachte 250. Also 174, ne? Ja. Also 174. Also 26 habe ich jetzt schon mal. Das geht aber eigentlich relativ flugs da oben. Metall. 662. Das sind, ja. Heute? Ja, gut, und Fiber. Also Fiber brauchen wir nicht wirklich aufschreiben, weil das ist ja, ich meine, ne? Da brauchen wir über Sack viel, oder? Fiber? Nee, heute brauchen wir am meisten, 1324. Fiber brauchen wir knapp 700. Wärst du nicht? 696. 696 Fiber. Taste. Naja, nicht ganz so schnell, aber... Obwohl, doch. Also heute, glaube ich, sind unser größtes Problem dann. Weil Metal kriegst du hier echt gut hin, in so einer... Ey, wenn du mit der Hatch auf die Pflanzenfresser einhaust, weißt du, wie viel heute du da rauskriegst? Außerdem können wir mal die ganzen T-Rexes und so mal durchklappern. Stimmt, das, ja. Heute, das wäre auch mal eine Aufgabe. Schwein. Ja. Ach, jetzt... Was mache ich denn? Ah ja, doch. Jetzt komme ich hoch und mach einfach mal mit. Kann ich noch was hier lassen? Ja, die Steine. Und ja, hier habe ich nämlich auch nochmal 80 heute. Wir haben auch überall irgendwo heute rumliegen. Ja, ja. Also das müssen wir alles zusammenkratzen. Das ist, glaube ich, nicht so kritisch. Ich glaube, das Metall, bis das alles eingeschmolzen ist. Das geht schnell. Wir haben hier oben 5 Schmelzöfen stehen. Okay. Da bist du echt flugs. Aber wenn es geht und du Holz noch hast, oder bist schon auf dem Weg wahrscheinlich, oder? Nee. Dann bring noch ein bisschen Holz mit. Es ist, glaube ich, auch im Dingens ist auch noch ein bisschen Holz. Ja, kann ich holen. Im Mammut. Mammut, okay. Weil du brauchst hier, um die Öfen bei Laune zu halten. Nee, da ist nichts mehr drin. Ne? Ja, sind da oben gar keine Bäume? Doch, aber da musst du relativ weit laufen eigentlich. Okay, wo sind unsere... Ah ne, warte, ich hab noch Holz hier, hab ich gesehen, cool. Hä, hey, aber wo sind unsere...
Ah, Gundel ist hier. Bist du mit was bist ich du bin mit den beiden anderen hochgeflogen. Ach so. Ja, das ist super, dass du gleich beide mitgenommen hast. Ja, die kann ich dann vollladen. Das war meine Idee dahinter. Ach so, ja gut, ja, da komme ich mit Gundel hoch. Okay. Schau, jetzt haben wir halt schon wieder 40 Ignaz. Wenn Gundel halt nicht hier wäre, wäre es jetzt halt blöd für mich da hochzukommen. Ja. Da müsste ich ja laufen, das wäre ja, das kannst du nicht machen. Oder mit der Katze. Das geht auch schnell. Ja, ist ja nicht so weit. So, nächste Fuhre Sencha-Tee. Diesmal verbrühe ich mir hoffentlich nicht die Fresse. Achso, ich könnte hier mal, obwohl... Also Mittel-Ignaz lege ich gleich mal da Nils den zweiten. Also, ne doch, ich mache hier einfach mal Start, den Timer. Obwohl, wenn der mir gefressen wird, bringt mir das nichts. Ich lege die in den Schrank da rein. Also 140 brauchen wir davon, ne? Mhm. Was? Ne, 174. Ach, 174. Ja, umso besser. Also du meinst jetzt Metal Ignaz? Genau, ja. Ups. Das war zu viel. Immer noch zu viel, das Spiel. Jetzt. Na komm Gundelino. Ah, hier oben ist auch unendlich viel Haut, ey. Geil. Ich muss demnächst eh nochmal runterfliegen. Und... Ah, dann nehme ich, weißt du was, dann nehme ich die Haut gleich mit. Weil ich muss Wasser auffüllen, das habe ich ganz vergessen. Okay. Dann nehme ich da gleich mal 200, 400... 415 Haut. Das dürfte eigentlich reichen. Dann kann ich auch gleich die Metal Ignaz mitnehmen, meiner Meinung nach. Ups, jetzt habe ich den Schrank gehauen. So. Hallo Grumpy. Hallo. Soll der mal landen? Lande! Obwohl, das geht eigentlich bestimmt auch so. Nee, geht nicht. Was ist denn das? Ich habe hier gerade irgendein neues Menü gesehen. Victim Item Collection. Was? Wow. Was ist denn eine Victim Item Collection? Vom Opfer, ob die Opfer auffressen. Ah, dass der die... Ah, okay. Das ist ja cool, dass man es abschalten kann. Okay. Also ich stopfe jetzt mal Holz überall rein. Ja, das sieht aus wie ein Mordor hier irgendwie. Ja, das sag ich ja, wie ein Isengard. Die, wo sie die Urukais ausrüsten. Ja. Mit den ganzen Schmelzöfen nebeneinander. Du musst halt hier immer so aufteilen irgendwie. Das ist aber auch ganz cool einerseits, weil du schmilzt halt viel schneller, oh ja, wenn du das parallel machst. Und nicht so in einem fort. Was ist denn in den Schränken hier noch drin? Metal Ingots. Ja, das sind die ich geschmolzen habe bisher. Ah ja, okay, weil Thatches sind hier auch noch drin, die kannst du auch noch zum Heizen nehmen. Ja, aber die brennen schneller ab halt, ne? Ja gut, aber sie sind da. Also bevor du losrennst, Holz holen, tust du lieber die Thatches nochmal irgendwo reinschmeißen. Gut, ich schmeiß zu den Thatches, obwohl, da wo du die Metal Ingots reingetan hast, da tue ich das Rest die Holz rein. Ja, und wo hab ich jetzt den Vogel geparkt? Bin ich jetzt bescheuert oder was? Ja, vor der Türe hier. Ja, und der andere? Da oben ist Gundel. Ach, nee, sind da beide Vögel bei dir oben jetzt? Nils ist hier bei mir und Gundel. Ja, weil mit einem bin ich hier runtergeflogen, aber der scheint wahrscheinlich wieder auf dem Weg nach oben zu sein jetzt. Hä? Also, ach nee, der sitzt da oben. Nicht verlieren. Ohne Grumpy Beard. Hallo? Hier sind nämlich auch zwei Flugvögel-Dinger, Alter, hier wie Gundel. Jetzt komme ich da nicht hoch zu dem. Der glitscht jetzt da im Ding fest, weil der zu dem anderen Flugsaurier hin will. Jetzt aber eigentlich wäre das sogar noch eine Maßnahme jetzt. Ja, ich komme hochgelaufen. Den müssen wir dann irgendwie mit dem anderen Flugsaurier aus dem Baum retten. Ja. Weil das irgendwie... Die sind echt schon ein bisschen doof, die Viecher, ey.
Ich habe auch noch mal Fleisch mitgebracht. Du musst bloß nachts höllisch aufpassen da oben, weil da wird's arschkalt. Da frierst du. Echt? Ja. Das letzte Mal bin ich fast erfroren in der. Keine Ahnung, vor ein paar Folgen, so vor 10, 20 Folgen oder so. Jawohl, 10 Folgen vielleicht. Da, als ich meinen B-52 getamed habe, den habe ich ja da oben getamed. Okay. Und ja, da wäre ich fast erfroren. So, das sollte jetzt fürs erste Mal reichen hier mit Fressen. Wunderbärchen. Wo bist du denn gerade eigentlich? Ich baue gleich ab. Ich gieße hier gerade auch was. Da komme ich nicht hoch. Dann muss es hier sein. Dambidam dam badam bidam bam badam bidam bam bam bam. Sag mal, wie viel hätten wir so Dinge aus, ne? So, die Steine können wir gleich hier droppen. Braucht keinen Schwanz. Krass. Was krass? Ach, wie viel die aushalten? Nein! Jetzt stirbt der! Was machst du denn schon wieder, Junge? Das war jetzt, ja gut, kann ich von dem heute abbauen? Ja, kann ich, alles klar. Ich farm heute. Gut. Wieso stirbt der? Mit was hast du denn draufgeschossen? Mit Trankfallen oder mit. Ja. Alter, 102 heute in dem Vieh drin gewesen, ne? Krass. Ja. Ja, gut, aber heute brauchen wir auch am allermeisten irgendwie für die oh, ja. Das Projekt. Aber hier war nochmal einer. Ja, mittlerweile sind wir nicht mehr die Gejagten. Mittlerweile, ja, wir können gut austeilen, müssen, ja, das stimmt schon. Mittlerweile müssen die Dinos nämlich ganz schön. Das sind wir nämlich jetzt hier, der Babo. Der ist auch tot? Wie ist denn der verreckt? Wer denn? Warte mal. Ist der etwa. Ja! Der ist unconscious! Oh mein Gott! Was zähmst du jetzt schon? Ist das geil? Ja, ein Vogel. Ah, ein Ersatzvogel für mich. Sehr schön. Nee, der ist für mich. Du hast meinen getötet hier, mein Ich hab den neuen Fliegi gebracht. Ja, aber so einen hässlichen Fliegi, die kannst du dir in den Popo stecken. Ist doch völlig egal. Fliegi ist Fliegi. Ja, dann kannst du deinen hier. Dann kannst du mir deinen hier geben. Mein Freund. Ja, dann nee, ja. Ne? Wenn wir einen Fliegi haben. Der ist für uns. Du musst hier nicht immer hier so Kategorie denken hier einführen. Ich erinnere mich an den Grumpy von vor 2 Folgen oder so. Ich mach hier alles was immer die ganze Zeit. Interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Ja, genau, mein Freund. Oh Mann. So. Ja gut, der. Alter, der braucht aber schon ganz schön, kann das sein. Obwohl, es geht. Ja. Der hat nur Level 1. Den nennen wir dann auch am besten rudimentär. Nee, B-52. Rudimentär ist besser, weil der hat echt nur Level 1. Ich will wieder den B-52 haben. Ja, ist ja gut. Dann machen wir B-52 V2. Oder B-52 1,5. V2. Was? Besser. Also Version 2. Ja klar, was dachtest du? Naja, Vernichtungswaffe 2. Da warst du. Gibt's doch gar nicht. Also ich glaube, bald habe ich das ganze Metal zusammen. Echt jetzt? Ja. Ja, sehr gut. Für meinen T-Rex-Sattel. Wir farmen das Zeug zusammen. Also, wenn ich mich so umsehe, sehe ich einen, der hier was zähmt.